Das Open-World-Star-Wars-Spiel von Ubisoft kommt viel früher als gedacht. Insomniac stellt klar, was es mit Multiplayer in Spider-Man 2 auf sich hat. Und das nächste Total War ist schon geleakt. Aus der Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Es sieht ganz so aus, als würde das Open-World-Star-Wars-Spiel von Ubisoft Massive schon Anfang 2024 erscheinen. Das berichtet die Website Kotaku und beruft sich dabei auf Publisher-interne Quellen. Letzte Woche hatten wir euch ja schon von Ubisofts Plänen fürs kommende Geschäftsjahr berichtet. Und damals hieß es, dass man neben Assassin's Creed Mirage, Avatar, Frontiers of Pandora und Skull and Bones noch ein weiteres großes Überraschungsspiel bis März 2024 veröffentlichen will. Kotaku will jetzt erfahren haben, dass damit das Star Wars-Projekt von Ubisoft Massive gemeint ist. Das ist überraschend, denn in bisherigen Insiderberichten war stets von einer schwierigen Entwicklung die Rede. Zwar hatten Massive und Lucasfilm Games das Projekt schon 2021 angekündigt, die Entwicklungsarbeiten gingen wohl aber nur schleppend voran. Kotaku will deshalb auch gehört haben, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass der geplante Termin bis März 2024 nochmal geschoben wird, aber bisher soll Ubisoft noch damit planen. Bildmaterial oder weitere Details zur Handlung gibt's bisher nicht. Kotaku zufolge sollen Weltraumreisen aber ein wichtiges Element des Spiels sein. Den Quellen zufolge erhofft sich Ubisoft von Project Helix, so der Arbeitstitel des Star Wars Spiels, einen ähnlich großen Erfolg wie von seinen Assassin's Creed Spielen. Und das wäre auch dringend nötig, denn mit dem letzten Geschäftsjahr musste Ubisoft den höchsten operativen Verlust der Firmengeschichte melden. Sehr wahrscheinlich erfahren wir am 12. Juni mehr dazu, denn für diesen Tag plant Ubisoft einen großen Forward Showcase. Marvel's Spider-Man 2 wird offenbar ein reines Singleplayer-Abenteuer. Das bestätigt das Studio Insomniac auf Twitter auf eine Fananfrage nach Koop und Multiplayer. Weil die Fortsetzung zum PlayStation-Hit mit Peter Parker und Miles Morales 2 Spider-Man beinhaltet, hielten sich länger Gerüchte, dass Insomniac diesmal auch eine Art Koop-Multiplayer ins Comic-Abenteuer einbaut. Den wird es aber wohl nicht geben. Was aber nicht heißt, dass nicht beide freundlichen Spinnen aus der Nachbarschaft gemeinsam Superschurken verkloppen. Immerhin gab es das bereits im Spin-Off Spider-Man Miles Morales, wo die KI Peter steuert und wir mit Miles schwingen. Spider-Man 2 wird mit großer Wahrscheinlichkeit im Rahmen des PlayStation Showcase diesen Mittwoch gezeigt. Bisher hatte Insomniac nur einen kurzen Teaser-Trailer veröffentlicht, der beide Helden und den Schurken Venom gezeigt hat. Spider-Man 2 wird übrigens ein reines PS5-Spiel. Das bestätigt PlayStation-Boss Jim Ryan und erklärt, dass es anders als beim Cross-Generation-Release des Vorgängers diesmal ein PS5-Spiel ohne Kompromisse werden wird. Bisher gibt es übrigens noch keinen konkreten Release-Termin außer spät im Jahr 2023. Gut möglich, dass wir den auch diese Woche erfahren. Das angebliche Remake zu Metal Gear Solid 3 soll jetzt doch nicht PlayStation-exklusiv werden. Das berichtet die Website Insider Gaming und beruft sich dabei auf studionahe Quellen. Zwar soll die Neuauflage des Stealth-Abenteuers im Rahmen des PlayStation Showcase noch diese Woche offiziell angekündigt werden, das Spiel soll neben PS5 aber auch für Xbox Series und PC erscheinen. Unsicher ist man sich aber, ob Sony sich nicht exklusive DLCs gesichert hat. Konami hat die Existenz eines Metal Gear Solid 3 Remakes bisher nicht offiziell bestätigt und auch das mit der Entwicklung in Verbindung gebrachte Studio Virtuous hat sein Mitwirken bisher nie öffentlich kommentiert. Metal Gear Solid 3 Snake Eater ist ursprünglich schon 2004 für die PlayStation erschienen und gilt bis heute als Meilenstein des Stealth-Action-Genres. Gerüchte über ein Remake gibt es seit Jahren, offizielle Infos dazu fehlen jedoch komplett. Fest steht wohl nur, Serienschöpfer Hideo Kojima wird nach seiner hässlichen Trennung von Konami wohl mit dieser Neuauflage nichts mehr zu tun haben. Immerhin arbeitet der mit seinem eigenen Team gerade an Death Stranding 2. Das nächste Total War heißt sehr wahrscheinlich Pharaoh. Dafür gibt's zwei Quellen, denn zum ersten war für kurze Zeit auf der offiziellen Website Total War Pharaoh als neue Rubrik aufgetaucht. Außerdem bestätigt auch der bekannte Leaker Bilbil Kuhn auf Twitter den Titel und nennt sogar weitere Infos. Denn Pharaoh von Creative Assembly und Sega soll in den drei Editionen Standard, Deluxe und Dynasty erscheinen, die jeweils andere DLC-Beigaben haben. Bilbil Kuhn zufolge ist die offizielle Vorstellung des Spiels noch für diese Woche geplant.
Der Titel deutet natürlich bereits auf das alte Ägypten als Szenario hin. Welche Zeitspanne und wie historisch akkurat das Ganze wird, ist bisher aber nicht bekannt. Mit Total War Saga Troy hatte Creative Assembly ja bereits mit Sageneinheiten oder mit Sagengestalten als Einheiten experimentiert. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden und wenn ihr lieber die volle Breitseite Fantasie-Einheiten wollt, dann schaut hier unbedingt in unser Video zu Immortal Empires aus Total War Warhammer 3 rein. Im Epic Game Store bekommt ihr ab sofort mit jedem Einkauf etwas Geld zurück. Denn über das Epic Belohnungen Programm bekommt ihr für den Kauf von jedem Spiel, DLC oder Ingame-Währung auf der Spieleplattform 5% des Preises als Rabattguthaben. Das könnt ihr dann sammeln und auf euren nächsten Einkauf anwenden. Das Beste daran, diese Rabattbelohnungen könnt ihr sogar auf Spiele anwenden, die sowieso schon rabattiert sind. Es gibt aber ein paar wichtige Regeln, denn erstens bekommt ihr erst 14 Tage nach dem ersten Kauf die 5% auf euer Rabattguthaben angerechnet. Zum zweiten verfällt dieses Guthaben dann 25 Monate nach dem ursprünglichen Kauf. Ihr könnt also weder sofort eure Rabatte verfeuern, noch viele, viele Jahre auf dem Guthaben sitzen bleiben. Außerdem lässt sich das Guthaben nicht zur Bezahlung von Abos wie etwa Fortnite Crew verwenden. Mehr Infos zum Belohnungsprogramm lest ihr hier in der Meldung auf GameStar.de. Schon vor ein paar Wochen hatten wir es im schwedischen Handelsregister gesehen und drüber berichtet. Jetzt gibt's die Ankündigung auch offiziell. Lars Gustafsson, der ehemalige Mr. Battlefield von DICE, hat ein neues Studio namens TTK Games gegründet. TTK Games steht dabei, wie wir schon beim letzten Mal vermutet haben, für Time to Kill Games und das arbeitet auch schon an einem zum Namen passenden Spiel. Denn aktuell entsteht im Studio in Stockholm ein Online-Shooter der nächsten Generation. Gustafsson zufolge soll der Name nicht nur ausdrücken, dass dem Team die Time to Kill und damit das Tempo und Gefühl des Spiels enorm wichtig ist. Als zweite Bedeutung will man mit Time to Kill Games zeigen, dass sich der Mensch seit tausenden Jahren mit Spielen die Zeit vertreibt. Lars Gustafsson war seit der Gründung bei DICE dabei und hat die Battlefield-Reihe jahrelang betreut, zuletzt als Creative Director. Bei TTK ist er der Geschäftsführer, hat mit Daniel Berlin, Vida Nigren und Peter Holz aber drei weitere Ex-DICE-Veteranen im Führungsteam. Aktuell habe man die Finanzierung für den noch namenlosen Shooter gesichert und sucht jetzt noch in allen Bereichen Personal für die Arbeit in Stockholm oder Hybridrollen aus dem Homeoffice. Ein Release-Zeitraum für das erste Spiel ist noch nicht bekannt. Und das war's schon wieder mit den News für heute und für mich, denn ich bin erstmal die nächste Zeit im Urlaub. Ab morgen begrüßt euch hier wieder der Lenny. Außerdem freut es mich total, dass ab Juni die liebe Chiara als News-Host zu unserem Team dazustößt. Also euch eine gute Zeit, seid lieb zu den anderen und abonniert doch am besten den Kanal, um kein Video zu verpassen. Videos wie zum Beispiel das hier von AK zum Shop von Diablo 4 oder das hier. Bis zum nächsten Mal, weiterspielen.